Nicht weit vom trubeligen Kurfürstendamm entfernt liegt der Grunewald. Der riesige Stadtwald mit seinen Seen, Tälern und kleinen Geheimnissen ist eines der beliebtesten Erholungsgebiete der Berliner. Im Laufe eines Jahres geschieht so einiges über und unter den Bäumen, denn irgendwer macht hier immer irgendwas. Neben den Scharen von Spaziergängern gibt es auch viele Menschen, die sich das ganze Jahr um den Wald kümmern, damit dieser einzigartige Flecken Natur erhalten bleibt. An diesem Frühjahrsmorgen verwandeln dichte Nebelschwaden den Grunewald in einen beinahe himmlischen Ort. Selbst heute genießen Frühaufsteher auf dem Drachenberg die nicht vorhandene Aussicht. Auf dem benachbarten Teufelsberg ragt die ehemalige US-Abhörstation aus den Wolken. Dahinter scheint die Welt zu Ende. Frühmorgens kommen auf den Trümmerberg auch Partygänger, um hier oben die Nacht ausklingen zu lassen. Schönes zu haben ist es auf jeden Fall schon. Also man lernt auch direkt irgendwie was dahinter, weil man ja auf so einem hohen Punkt ist. Und jetzt heute war auch so ein Tag, wo richtig viel Nebel da ist. Ich weiß nicht, ob man den auf der Kamera sieht so. Aber es ist irgendwie direkt so eine andere Sichtweise irgendwie so ein bisschen, weil man kennt es halt nicht, es ist ungewöhnlich und erweitert man irgendwo auch seinen Horizont so ein bisschen. Der Nebel bringt die Ruhe nach dem Sturm. Gleich mehrere Unwetter sind in den vergangenen Wochen über den Grunewald hinweggefegt. Arbeitseinsatz im Revier Eichkamp am Teufelsberg. Damit sich an den entwurzelten Bäumen niemand verletzt, beseitigt Forstwirtschaftsmeister Josef Kutschera mit seinen Azubis immer noch die Sturmschäden. Seit Wochen ein Vollzeitjob. Die Einzige, die so ein bisschen leidtragend ist, vielleicht meine Frau. Ja, aufgrund des Sturms ist sicherlich die Freizeit auch ein bisschen zu kurz gekommen. Und da gibt es so ein bisschen Mecker zu Hause, weil man nicht mehr so viel zu Hause war. Beim Aufräumen des Grunewalds helfen auch Pauli und Bubi, zwei süddeutsche Kaltblüter aus Bayern. Diese sogenannten Rückepferde haben heute ihren zweiten Forsteinsatz. Gespannführerin Lisa Müller und Azubi Lisa Breter bringen den Neuberlinern bei, Baumstämme aus dem Wald zu ziehen. Die wurden eingeritten und eingefahren, aber mit der Waldarbeit hatten die nie was zu schaffen. Wir mussten denen beibringen, dass sie halt durch Äste laufen, dass sie durch den Wald laufen, dass sie halt auch wissen, okay, da liegen Steine und sowas, da müssen wir dann drüber. Und sie müssen halt lernen, auf Kommandos zu hören und halt auch diese Gelassenheit, dass sie auch wirklich sicher stehen bleiben, wenn wir das möchten, dass sie nicht einfach losrennen und uns den Stamm über den Kopf ziehen oder irgendwas in der Art. Fünf Tage die Woche sind sie im Einsatz. Die beiden Wallache gehören jetzt zum Team vom Forstamt Grunewald. Ich hatte vorher eine Stute gehabt. Da merkt man doch schon irgendwie, dass die mal zickiger sind und auch nicht so ruhig wie Wallache. Und mit denen, die sind auch nicht so schreckhaft. Die sind irgendwie ein bisschen abgebrühter, sag ich mal. Das ist ein bisschen angenehmer, das Arbeiten. Aber großen Unterschied macht es nicht von der Leistung. Das sind ja große, kräftige Pferde, oder? Wenn die was nicht wollen, dann wollen sie es nicht. Das stimmt allerdings, ja. Aber sie haben ein sehr sanftes Gemüt dafür, dass sie so groß sind. Von daher ist das eigentlich selten ein Problem. An der Havelchaussee kümmern sich Freiwillige und Mitarbeiter vom Naturschutzzentrum Ökowerk um andere Tiere. Jedes Jahr errichten sie einen 2 Kilometer langen Amphibienschutzzaun, damit Erdkröten, Teichmolche und Frösche sicher aus dem Wald ans Ufer der Havel kommen. Biologin Karin Drong leitet die Aktion und hat heute bereits dem ersten Molch über die Straße geholfen. Da vorne ist die Rinne ausgehoben, der Zaun liegt daneben.
Und hier wird der Zaun gerade in die Rinne gestopft. Der wird einmal so umgeschlagen und dann festgemacht, dass er gespannt steht. Ist es sehr anstrengend? Ja. Ist es wirklich voll die Rückenschmerzen dabei? Oder Knie, je nachdem. Insgesamt 90 Amphibienfallen graben die Helfer in die Erde ein. Das einzige Problem, Waschbären halten den Zaun für ein Schnellrestaurant. Deshalb wurden nun Fallen konstruiert, in denen die Amphibien sicher sind vor hungrigen Räubern. Die Kastenfallen, die haben so einen Deckel, da ist ein Loch drin und darunter ist eine Wippe. Da können die Tiere reinfallen und die Idee ist, dass die Waschbären an der Wippe nicht vorbeikommen. Die Idee funktioniert soweit, glaube ich, auch ganz gut. Das Gegenteil hat mir noch keiner bewiesen, also muss ich es noch nicht glauben. Aber was wir hatten ist, dass die den Deckel einfach zur Seite geschoben haben. Das ist ja auch praktisch. Das ist so eine Holzkiste, dann schieben sie den Deckel zur Seite und können einfach reingreifen. Deswegen haben unsere Deckel jetzt so eine Sicherung mit einer Stange. Die Fallen sind gesichert. Jetzt können die Kröten beruhigt Richtung Havelchaussee wandern. Ganz in der Nähe machen Mitarbeiter des Forstamts eine Verbissbegutachtung. Wie viele junge Triebe wurden von Wildtieren angeknabbert? Viel Verbiss ist schlecht für die Wälder von morgen. Mit dabei Katja Kammer, die Oberförsterin des Grunewalds. Zweimal Eiche verbissen, viermal unverbissen. Oh nee, ich muss mich revidieren. Eine ist verbissen. Also bitte noch eine verbissene. In einer ehemaligen Polizeistation am Rande des Grunewalds hat das Forstamt seinen Sitz. Das Büro von Katja Kammer ist eine alte Gefängniszelle, die sie nur selten verlassen kann. Mein Plan war ja mal, gut, wenn du dann Forstamtsleiter bist, kannst du die schönen Wettertage nutzen, um rauszugehen und ich sag mal die Regentage, um deine Büroarbeit zu machen. Die Realität sieht anders aus. Also eigentlich ist es so, dass ich mir schon immer von meiner Büroarbeit dann mal Zeit abknapsen muss, dass ich überhaupt mal wieder in den Wald komme und die Fläche sehe. Sie ist die erste Frau auf diesem Posten. Seit 2020 leitet sie die überwiegend männliche Belegschaft. Eine Herausforderung? Ich empfinde es nicht als schwierig. Es ist eine andere Kommunikationsebene. Ich kann ja sagen, als Frau hat man da einen Höflichkeitsbonus. Also die Männer nehmen sich dann doch immer ein bisschen noch zurück. Ich glaube, wenn ich als Mann gewisse Dinge sagen würde, würde ich öfters mal mehr Kontra kriegen. Dann nimmt man sich noch zurück. Vielleicht habe ich auch den Bonus, dass es noch neu ist. Das ist so meine Einschätzung. Man hat da, die Hemmschwelle ist da noch ein bisschen höher, um zurückzufeuern. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich recht habe, wenn ich manchmal kritisiere oder dass die Männer sagen, okay, gut, jetzt machen wir es halt so, wie die Chefin es möchte. Katja Kammer kommt aus Thüringen und hat in Göttingen ihren Doktor in Waldbau gemacht. An den Berliner Umgangston musste sie sich erst gewöhnen. Wenn ich in meiner alten Heimat bin und mit einem Förster durch den Wald fahre, dann grüßt der Spaziergänger freudig, er hält an oder fragt nochmal und zieht, macht vielleicht einen höflichen Knicks. Hier in Berlin ist es was anderes. Hier musst du dich selber als Bediensteter bei dem Spaziergänger entschuldigen, dass du ihn jetzt auf dem Weg belästigt hast und mit dem Auto mal vorbeifahren musstest, weil du gerade zu einem Termin im Wald, also dein Arbeitsplatz, fahren musstest. Gleich neben dem Forstamt liegt das Hundekehlefenn, ein großes, eingezäuntes Moorgebiet. Hier lebt ein Rudel Rothirsche relativ ungestört von Förstern, Besuchern und Hunden. Im Frühjahr quartieren sich im Fenn neue Gäste ein. Ein Kranichpärchen. Kranichpaare bleiben meist ein Leben lang zusammen. Bereits seit Jahren kommen diese zwei ins Hundekehlefenn. Denn die Vögel brüten gerne in moorigen Gebieten.
Berühmt ist der Grunewald auch für seine Wildschweine, die immer mal wieder für Aufregung sorgen. Antonius Gockel Böhner kennt ihre Lieblingsplätze. Der Biologe und Jäger arbeitet beim Ökowerk, mit Sitz im ehemaligen Wasserwerk am Teufelssee. Er bietet Führungen an auf den Spuren der Wildtiere, seines Dachse, Füchse, Rehe oder eben Wildschweine. Doch die machen sich momentan rar. Noch vor ein paar Jahren streiften große Rotten durch den Wald. Jetzt kann er nur zeigen, wo sich die schlauen Schweine gerne ausruhen. Ja, das ist schon ein Kessel. Das sind zwar alte, also da waren sie jetzt nicht drin. Und davor auch noch. Das ist ja schade. Antonius Gockel Böhner bezeichnet sich selbst als Waldschrat. Der erfahrene Spurenleser weiß, dass die Schweine am Teufelsberg gerne unter Sträuchern in der Sonne liegen. Doch heute Fehlanzeige. Seine Führungen macht er für Familien oder auch Geschäftsleute. In der Regel überraschen ihn Kinder dabei am meisten. Ich bin fassungslos, wenn da auf einmal einer sagt, ja, dann war dies aber hier ein Dammhirsch. Und ich denke, ach Kind, hier sind aber keine Dammhirsche mehr. Ne? Und am anderen Tag höre ich dann, du, ich habe den Hirsch gesehen am Berg. Ich habe mir nicht geglaubt. Der Kleine hatte das voll realisiert und hat gesagt, dann war dies aber hier ein Dammhirsch. Und er war es auch. Ne? So sehr er auch an Bäumen rüttelt, keine Wildsau lässt sich heute blicken. Reiben die sich da dran, ne? Wegen diesem Baumharz. Und das ist ein bisschen antiseptisch und die finden das auch gut. Die tut ihnen offenbar wohl. Der Grunewald ist unterteilt in verschiedene Reviere. Hier im Revier Dachsberg hat Emanuel Grabinski das Sagen. Der Revierförster lässt heute auf seinem Hof Azubis mit anpacken. Unter Anleitung seiner Forstwirte kümmern die sich darum, Grunewalder Eichen in Bänke zu verwandeln. Insgesamt 60 Bänke sollen rund um den Grunewaldsee den Erholungswald noch ein bisschen erholsamer machen. Während die Azubis sägen, schleifen und polieren, hat Emanuel Grabinski einen vollen Terminkalender. Sein Revier Dachsberg reicht von Hundekehle über Grunewaldsee und Krumme Lanke bis hin zum Schlachtensee. Es ist eines der meistbesuchten des Grunewalds. Ich mag mit Menschen arbeiten und ich finde es ganz großartig, dass man hier eben dieses Spektrum hat. Ne? Also man trifft hier von Obdachlosen, also man hat mit Obdachlosen zu tun, die hier irgendwo im Wald zelten, bis hin zu irgendwelchen Bankvorstandschefs, die man im Wald trifft, wenn die mit dem Hund gehen. Also man trifft hier wirklich jeden eigentlich, ne? Und auch bekannte Persönlichkeiten. Also wirklich, also das macht mir jeden Tag Spaß und ich danke dem Herrgott jeden Tag dafür, dass ich hier Förster sein darf. Also das ist wirklich so. Der Brandenburger aus Grünheide trat die begehrte Stelle im Grunewald 2018 an. Der Försterberuf hat in seiner Familie Tradition. Mein Großvater ist es nicht geworden, aber die Generation davor war auch schon. Der Großvater, der wollte es werden, aber da hat es nur für die Polizei gereicht. Ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, aber so hat es mein Opa mir erzählt. Frühlingsgefühle? Mit dem frischen Grün erblüht auch wieder das Interesse der Berliner an ihrem Grunewald. Das war schon anno dazumal so. Ein gewisser Alexander Schmoog war hier von 1929 bis 1933 Forstmeister und schrieb später ein Buch. Es war im Grunewald. Darin erinnert er sich, was in den wilden 20ern so alles passierte in seinem Forst. Zitat: Immer beliebter wurde der Grunewald als Ausflugsziel für Liebespärchen. Es ging im Volksmunde die Mär, dass Liebesabenteuer im Banne des Grunewaldes in der Regel ohne unerwünschte Folgen bleiben sollten. In allen Dickungen wimmelte es daher von Liebespärchen. Sie durchbrachen dazu den stärksten Maschendraht oder überkletterten ihn, scheuten selbst Zerreißen von Strümpfen und intimeren Kleidungsstücken an den Stacheldrähten nicht. Das arme Wild wusste oft nicht mehr, wohin es sich verkriechen sollte.
Daher sah man ja auch so oft am hellen Tage flüchtiges Wild umherirren, das von Pärchen aus seinem Schlupfwinkel getrieben war. Und nachts, nach Schluss der Theater und Konzerte, parkten lange Autokolonnen an verbotenen Stellen. Darin kosteten verbotene Früchte die Herren und Damen der besseren Gesellschaft. Soweit die Erinnerungen eines Grunewalder Försters. Die Halbinsel Schildhorn an der Havel. Hier versammeln sich heute viele Forstarbeiter aus allen Revieren des Grunewalds. Manche um zu arbeiten, andere nur zum Zuschauen. Ein Baum wird gefällt, und zwar ein richtig großer, eine über 40 Meter hohe Pappel. So etwas erleben auch Förster nicht alle Tage. Seit einem der letzten Stürme ist der Baum ein Sicherheitsrisiko. Er steht direkt an einem Weg und könnte auch Boote treffen, die in der Bucht vor Anker gehen. Maurice Romeike, der Mann mit der Kettensäge, muss immer wieder ran. Kein ungefährlicher Job. Doch dann beginnt die Pappel zu schwanken. Geschafft. Jetzt noch ein bisschen zittrig, aber alles super geworden. Ja, das ist auch schon eine ganz schwere Säge, die ganze Zeit zu halten. Und ja, aber hat alles super geklappt. Das war jetzt der größte Baum, den ich jetzt bis jetzt gemacht habe. Ja. Und wurde jetzt hier los oder warum hatten Sie die Ehre? Also, erstens hatte ich Lust drauf. So, also, ich habe es mir zugetraut, sage ich es mal so. Und ja, auch aus einem anderen Aspekt, weil ich Single bin. Falls was passiert. Wirklich? War so meine Idee. Ende gut, alles gut. Und der ledige Forstwirt Maurice Romeike ist der Held des Tages. Am Amphibienzaun herrscht jetzt Hochbetrieb. Dank wärmerer Nächte und viel Regen, ideales Erdkrötenwanderwetter. Ein Helfer bringt eimerweise die Tiere sicher über die Straße. Manche laufen gleich los. Andere lassen sich lieber tragen. Die Männchen setzen sich auf die Weibchen rauf, um dann später sich sozusagen da unten am Wasser zu paaren. Zunächst gilt es noch, einen steilen Abhang zu überwinden. Wer genug hat vom Kriechen, versucht es mit Kullern. Dann nur noch auf dem Uferweg Zusammenstöße mit Radfahrern vermeiden. Und die Havel ist erreicht. Ein letzter Sprung. Und das Laichen kann beginnen. Während die einen sich auf die Paarung freuen, denken andere nur ans Frühstück. Erdkröten werden bis zu 20 Jahre alt. Dank der Hilfe der Naturschützer schaffen tausende Tiere Jahr für Jahr die Wanderung zur Havel. Was so alles im Grunewald passiert? Studenten der Universität der Künste verlegen ihre Proben manchmal ins Grüne. Zur Freude der Spaziergänger. Unsere Klasse an der UdK, wir sind verrückt. Wir sind eine Klasse, sagt auch unser Lehrer, von Verrückten. Er nimmt keine normalen Leute, die sind langweilig. Und deswegen machen wir sowas. Thomas Adrian Mittler und die anderen Hornisten hatten ursprünglich wegen Corona den Wald als Proberaum entdeckt. Wir haben hier angefangen mit Duetten im tiefsten Winter. Wir haben Ende Januar irgendwann angefangen, letztes Jahr. Und
Eigentlich seit es wärmer ist und man mehr Leute dazu bekommen kann, dass sie hier mitgehen, sind wir dann auch immer wieder mit Quartett oder sogar mit noch mehr Leuten rausgekommen, wann immer es sich die Chance ergeben hat. Ich würde sagen, es ist sehr gesund, im Wald zu spielen. Normalerweise spielen wir ja im Konzertsaal in eine Wand. So. Und wenn man diese Wand nicht hat, dann merkt man, dass man viel mehr arbeiten muss, um dasselbe klangliche Ergebnis zu produzieren. Es ist sehr gesund, im Wald zu spielen. Man lernt, die Luft zu benutzen und man lernt, viel zu geben und viel Emotionen auch zu geben. Am anderen Ende des Waldes an der Havel wird ebenfalls gleich für den Ernstfall geprobt. Die Berliner Polizei besitzt seit 2002 keine Reiterstaffel mehr. Doch die Staffel der Bundespolizei fährt regelmäßig von ihrem Standort im brandenburgischen Stahnsdorf zum Berliner Grunewald. Den Ausritt leitet Polizeihauptkommissar Stefan Pröse. Was macht gerade diesen Wald zu solch einem guten Übungsplatz? Weil der Grunewald sich hervorragend dafür eignet, die Pferde zu trainieren, einmal an die Umwelteinflüsse. Hier gibt es ganz viel. Hier gibt es Berg und Tal, hier gibt es Wild, aber gerade auch die Fahrradfahrer, die Mountainbiker, sowas, die hat man ja im Straßenverkehr auch. Und Menschengruppen, Spaziergängergruppen, wenn mal ein Pferd, ein Unerfahrenes, noch scheut oder sich mal umdreht und die Situation nicht so ganz einordnen kann, dann kann man das hier besser korrigieren als dort in der Stadt selber. Neben den Pferden können auch neue Kollegen wie Elena Husmann hier etwas dazulernen. Das Formationsreiten, das ist natürlich, also in der Gruppe und auch nebeneinander sehr dicht zu reiten, das ist auch noch mal was man ein bisschen üben muss. Also aus meiner Empfindung heraus, ich habe schon ein paar Einsätze gemacht, sind wir eigentlich ein sehr gutes deeskalierendes Mittel. Ob das die Fußballfans sind, die lautstark durch die Straßen rennen und kommen auf einmal an und wollen ein Pferd streicheln und sprechen mit einem. Ja, man kann die Situation gut beruhigen. Die Erfahrung habe ich wohl gemacht, dass das sehr, sehr gut funktioniert mit den Tieren. Absitz. Wohl wahr, denn niemand möchte einen Streifenwagen streicheln. Bereits früher probte man im Grunewald den Ernstfall. Als noch die Alliierten in Berlin stationiert waren, wurden schwere Geschütze aufgefahren. Feldübung Fantasie. Unter diesem Stichwort begann heute Morgen im Grunewald eins der größten Manöver der letzten Zeit. Britische und amerikanische Infanterie- und Panzereinheiten erhalten die Gelegenheit, sich in Patrouillentätigkeit sowie in Angriffs- und Verteidigungstaktiken zu üben. Im Kielwasser der beteiligten Soldaten tauchten wie bei jedem Manöver wieder Interessenten ganz besonderer Art auf. Berliner Jungen sammelten leere Patronenhülsen und sowjetische Offiziere sammelten offenbar Informationen. Das Manövergelände ist zwar nicht zum Sperrgebiet erklärt worden, dennoch wird die Berliner Bevölkerung gebeten, im Interesse ihrer eigenen Sicherheit in den heutigen Nachtstunden und am morgigen Vormittag den Grunewald zwischen Avus und Havel zu meiden, da durch schnellfahrende Fahrzeuge eine mögliche Gefährdung eintreten kann. Die Stößenseebrücke am nördlichen Rand des Grunewalds. Die Brücke war früher einer der Orte an der Havel, an dem Menschen Selbstmord verübten. Die Strömung spülte die Toten ans Ufer des Grunewalds. Vor über 100 Jahren gehörte es zur Aufgabe der Förster, sich um solche namenlosen Leichen zu kümmern. So entstand Ende des 19. Jahrhunderts nahe der Havelchaussee der sogenannte Selbstmörderfriedhof. Später werden auf dem kleinen Waldfriedhof auch Förster und Prominente begraben, wie die Berlinerin Nico. Das Model wurde in den 60er Jahren weltberühmt als Sängerin der New Yorker Band Velvet Underground. Neben der 1988 verstorbenen Nico liegen auf dem Friedhof auch einige Kriegsopfer.
Um diese kümmert sich heute der Jugendarbeitskreis vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Begleitet vom Volksbund-Geschäftsführer Martin Bayer säubern die jungen Leute regelmäßig auf Friedhöfen in ganz Europa die alten Gräber. Uns ist es eben sehr wichtig, diese Menschen aus der Statistik herauszuholen, immer ihnen wieder eine Würde zurückzugeben, eine Persönlichkeit zurückzugeben und sie eben auch gerade für die Mahnung, für die Bildung entsprechend nutzen zu können. Um an die Schrecken des Krieges zu erinnern, opfern die Freiwilligen ihre Freizeit der Kriegsgräberfürsorge. So auch Roxane Piskohl und Cornelius Lübcke. Das ist natürlich erstmal irgendwie sowas, wo man nicht unbedingt denkt, dass einem das Spaß macht oder dass man das erstmal irgendwie ein bisschen seltsam findet. Aber jetzt gerade, wenn wir auf die Fahrten mitfahren oder so, da fahren wir nicht jeden Tag und sind den ganzen Tag auf dem Friedhof. Das würde ja auch die Stimmung total niedrig halten. Ich denke, dass die Begegnung der Menschen eigentlich im Vordergrund steht und dabei auch noch was tut, was, denke ich, wichtig ist für uns in Europa. Neben dem Teufelsberg liegt die Laubenkolonie des Gartenvereins Grunewald. Dessen Vorsitzender Manfred Bock-Seigin sprengte hier schon als Kind den Garten und hat die Entstehung der Kolonie nach dem Zweiten Weltkrieg fast von Anfang an miterlebt. Als damals die Trümmerberge wachsen, geht es auch mit den Lauben voran. Das war alles Bauschutt aus überwiegend Wedding. Von Wedding ist gekommen aus dem Sanierungsgebiet. Die Abrisshäuser musste man ja irgendwo den Schutt entsorgen und hat den da gelagert. War natürlich für die handwerklich geschickten Laubenpieper eine Fundgrube. Wo hat man denn Steine herbekommen? Die hat man dort hergeholt. Ja? Ich weiß, meine Eltern auch, die erste Laube war aus Stein. Die Steine wurden angeliefert am Schuttberg, wurde der Putz ein bisschen abgekloppt. Zement hat man auch irgendwo hergeholt. Und ein bisschen weißen Sand haben wir hier in der Erde. Und dann könnten die gemauert werden. Also das war eine billige Sache. Eine der letzten Lauben, die noch aus Trümmerschutt bestehen, dient heute als Abstellschuppen. Doch auf der Parzelle haben sich Untermieter einquartiert. Eine Fuchsfamilie hat hier ihren Bau. Die 8 Jungtiere haben kaum Scheu vor den Laubenpiepern. Nur Mutterfuchs ist etwas misstrauischer. Der hopst über den Zaun rüber wie nichts, ja. Und der geht durch den Garten, lässt sich auch nicht stören, guckt nur, ob was Interessantes da ist. Und er ist richtig dreist. Jetzt noch dazu, wo er Junge hat, da haben wir auch noch Sorge, dass er uns also das Essen vom Tisch, im wahrsten Sinne des Wortes, das Essen vom Tisch nimmt. Die Gartenfreunde hatten jetzt das Spargelzeit, den Spargel auf den Tisch gestellt. Und als sie dann mit dem Besteck wieder um die Laube rumkam, stand der Fuchs auf dem Tisch und ist mit dem Schnitzel dann unterwegs und war weg. Dass das Schnitzel, also dann gab es nur noch Spargel und Kartoffeln. Das Schnitzel hat der Fuchs sich geholt, ja. In ein paar Wochen sind die Jungfüchse selbstständig und müssen sich allein ihre Schnitzel besorgen. Karin Drong kümmert sich heute im Naturschutzzentrum Ökowerk nicht um Molche und Kröten, sondern um eine 5. Schulklasse aus Haselhorst. Neben ein bisschen Waldkunde sind die Kinder heute vor allem hier, um Müll zu sammeln. Ein großes Thema im Grunewald, denn Dreck hinterlassen die Besucher mehr als genug. Von mir aus sollte die alte Regel wieder gelten, die ich damals in Jugendfreizeiten gelernt habe, dass man alles, was man mitbringt, auch wieder mitnimmt. Ich weiß gar nicht, warum die Pizzapackung im Wald bleiben müsste. Doch schon früher mangelte es vielen Spaziergängern am nötigen Respekt vor dem Wald. Nachdem sie vom Revierförster mit Stippen und Eimern ausgerüstet worden waren, schwärmten die ABC-Schützen mit wahrem Feuereifer aus und kein noch so kleines Stück Papier blieb vor ihnen sicher. Das ist die Ausbeute einer knappen halben Stunde. Sie stellt den Berlinern kein gutes Zeugnis aus.
Damit wollen echte Schweine allerdings nichts zu tun haben. Es sind viele Schulklassen vonnöten, um des Drecks im Wald Herr zu werden. Wer hat hier wie viel gegessen? Macht das Spaß, Müll zu sammeln? Ja. Ja. Wir helfen die Natur. Das mögen wir. Ja. Ja, und habt ihr viel gefunden? Mhm. Ja. Das ist gerade meine zweite Kiste, die andere ist schon voll. Manche der kleinen Müllsammler üben sich nebenbei noch im Waldbaden. Ich mag den Duft vom Wald, ich mag diese Nähe, ich mag die Nässe, wie man da sieht. Und ich mag einfach diese Natur. Wenn denn noch ein bisschen Sonne ist, dann ist es einfach ein Traum. Die Förster räumen auch auf. Maurice Romeike zieht mit einem Kollegen und einer ferngesteuerten Forstraupe die spätblühende amerikanische Traubenkirsche aus dem Boden. Ein fast aussichtsloser Kampf. Der Strauch macht sich überall breit. Junge Bäume haben gegen die Traubenkirsche kaum eine Chance. Die kommt ja aus Nordamerika. Die Traubenkirsche ist ja hier nicht heimisch. Die mag ja eigentlich komplett andere Vegetation. Nur das Problem ist, früher wurde die halt stark gepflanzt und so eine große Traubenkirsche macht extrem viele Samen. Und die halten, können wirklich Jahrzehnte aushalten, die Samen im Boden, ohne dass die erst auskeimen. Bis irgendwann der Punkt kam, wo sie sagen, gut, jetzt bin ich da. Wir bauen ja auf dem Mischwald um. Und da es ein Neophyt ist, also hier nicht heimisch, soll die weg. Das heißt, wir sind dafür zuständig, denn auf der Fläche neue Baumarten zu pflanzen, sei es Buche, Linde, Eiche. Förster müssen ständig neue Probleme lösen. Das war schon immer so. Bereits in den 50er Jahren bereiten ihnen die Bäume im Grunewald Sorgen. Berlins Förster stehen vor einem Rätsel. Seit ungefähr 2 Jahren hat eine heimtückische Krankheit einen Großteil der Kiefern befallen. Vorzeitiger Ausfall der Nadeln lässt die Bäume allmählich absterben. Noch sind die Ursachen völlig ungeklärt. Auch eine andere Baumkrankheit tritt in diesem Jahr verhältnismäßig stark auf. Und zwar im gesamten Gebiet des Grunewalds. Die sogenannte Kiefernschütte. Sehen Sie, dies ist ein typisches Beispiel einer Kiefernschütteinfektion. Diese Nadeln sind vorzeitig abgefallen. Die Kiefer geht ein, wenn sie nicht gespritzt wird. Nun hätte man genügend Geld und Arbeitskräfte, könnte man durch Besprühen aller gefährdeter Kiefern die Infektion verhindern. Gesprüht wird längst nicht mehr. Heute werden die Bäume beobachtet. Katja Kammer trifft sich dazu einmal im Jahr mit dem Forstsachverständigen Rolf Bubel zur Waldzustandserhebung. Die gibt es seit den 80er Jahren. Damals war das Waldsterben für ein paar Jahre Dauerthema in der Presse. Rolf Bubel inspiziert auch in anderen Ecken Deutschlands die Wälder und sieht für manche Baumarten kaum eine Zukunft. Es wird sich einiges verändern. Wenn Sie sich angucken, global in Norddeutschland jetzt die Fichte, wie die stirbt mit dem Borkenkäfer. Wo kommt in 10 Jahren das Bauholz her, das jetzt zu 90% Fichte ist? Ich weiß es nicht. Aus Deutschland zumindest wahrscheinlich nicht mehr. Richtig gesund sind auch im Grunewald die wenigsten Bäume. Am stärksten kränkeln auf den trockenen Böden die Kiefern. Wir versuchen, es anders zu machen wie unsere Vorgänger. Ich meine, der Grunewald hat ja auch eine Geschichte. Der Grunewald ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Anführungsstrichen mitgeplündert worden. Man hat hier sehr viel Holz rausgeholt, hat dann versucht, ihn wieder zu begrünen und hatte aber mangels Saatgut, mangels finanzieller Mittel einfach nur Kiefernsamen zur Hand. Und dann hat man in diesen Sand die Kiefer gesteckt. Die haben wir jetzt hier. Alles in Ordnung. Wir können aber mit ihr nicht weiter zukunftsfähig wirtschaften und einen stabilen Waldbestand hier aufbauen und ein stabiles Ökosystem. Eine ewige Bedrohung für den Wald: Brände.
Ende der 50er Jahre stehen daher auf Hochhäusern und Türmen Brandwachen, die den Grunewald im Auge behalten. Noch immer liegt die Hitzeglocke über Berlin. Der Waldboden ist staubtrocken. Waldbrandgefahr. 88 Brände haben in diesem Jahr bereits einen Schaden von etwa 80.000 Mark angerichtet. 147.000 Quadratmeter Wald verbrannten. Tag für Tag stehen darum die Brandwachen von Polizei und Forstverwaltung auf ihren Posten. Brände, entfacht durch unachtsame Spaziergänger, gehören beinahe zum Alltag. Doch an einem Augustmorgen passiert im Grunewald eine Katastrophe. Auf dem Sprengplatz der Polizei kommt es stundenlang zu Explosionen. Dort lagern beschlagnahmtes Feuerwerk, Munition und Weltkriegsbomben. Die Feuerwehr arbeitet rund um die Uhr, um zu verhindern, dass der Brand sich ausweitet. Oberförsterin Katja Kammer ist auch vor Ort. Also ich bin erlaubterweise über die gesperrte Avus gefahren und habe die großen Rauchschwaden gesehen, um natürlich schnell am Einsatzort hier zu sein. Habe keine offenen Flammen gesehen, wo ich gedacht habe, okay, gut, wir haben schon mal keinen Kronenbrand, aber riesige Rauchwolken und zum Teil auch Explosionen. Der Sprengplatz entsteht nach dem Zweiten Weltkrieg in einer eher wenig besuchten Ecke des Grunewalds. All die Blindgänger, die man bei den Aufräumarbeiten in Berlin findet, müssen möglichst fernab von Wohngebieten entschärft werden. Die Menschen, die hier arbeiten, leben gefährlich. Immer wieder passieren Unfälle. Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. In Kürze finden im Jahrgang 65 umfangreiche Sprengungen statt. Nicht alle lassen sich entschärfen. Manche Bomben werden einfach in die Luft gejagt. Eine gute Woche nach der Katastrophe. Katja Kammer begutachtet den verbrannten Wald rund um den Sprengplatz. Dass in diesem Abschnitt viele Laubbäume stehen, war Glück im Unglück. Wäre das trockenes Material gewesen oder Gras oder vielleicht Nadelmasse mit ätherischen Ölen, hätte das natürlich schneller Feuer gefangen. So habe ich eine reine Laubmasse, die sich schwerer entzündet. Also versuchen Sie mal ein grünes Blatt anzubrennen. Da brauchen Sie ewig, da ist viel Wasseranteil drin. Und dieser Wasseranteil hat natürlich dazu geführt, dass das Feuer am Boden gedrückt geblieben ist und nicht in die Kronen, in die Wipfel gesprungen ist, weil das hätte verheerende Folgen gehabt. Ein Kronen- oder Wipfelbrand führt dazu, dass natürlich ganze Flächen verbrennen. Eine Pflanze hat das Feuer scheinbar besonders gut verkraftet. Ausgerechnet die ungeliebte Traubenkirsche. Im Revier Dachsberg geht es derweil voran mit den Bänken. Der Schmied hat die Gestelle geliefert und Emanuel Grabinski markiert das Holz mit einem Brandzeichen. Wie lange wohl werden die Bänke so schön aussehen? Vielleicht eine Woche oder zwei. Die werden dann dunkler werden, das ist klar. Durch die Sonne werden sie auch ein bisschen ausgrauen. Aber grundsätzlich werden sie da hoffentlich lange halten. Ne? Die 60 Bänke kommen an den Grunewaldsee, mitten ins größte Hundeauslaufgebiet Europas. Doch was tun, wenn die Hunde wie zuvor die Bänke ausbuddeln und die Besitzer einfach wegsehen? Dann weise ich die Leute darauf hin, dass sie nicht die einzelnen Erholungssuchenden hier im Wald sind, sondern da auch andere Leute sitzen möchten, die vielleicht mal keinen Hund haben. Die nagelneuen Waldmöbel kommen bei Stammspaziergängern wie Doris Gläser gut an. Die Bänke sind einfach riesig, also richtig toll, riesig toll. Also jeder, mit dem wenig hier lang laufe, sagt, das sind so tolle Bänke, weil die auch so hell sind und so schön geschliffen sind. Das sieht richtig edel aus und trotzdem rustikal. Während sich am Grunewaldsee die Vierbeiner mitsamt ihren Besitzern tummeln, zieht es Zweibeiner zu einem anderen Gewässer im Grunewald, dem Teufelssee. Thank you.
Früh am Morgen ist es dort noch recht ruhig. Anke Krawczynski, Rettungsschwimmerin von der DLRG, dreht trotzdem schon ihre Runden. Jedes Wochenende beaufsichtigt sie den Teufelssee, damit die Badegäste sich sicher fühlen. Haben Familie und Freunde dafür Verständnis? Auf der einen Seite sind sie stolz und sind froh, dass ich das Ehrenamt ausführe. Auf der anderen Seite sagen sie auch, Mensch, du brauchst auch Erholung. Da sage ich, ist beides zusammen. Auch wenn man sagt, eine Stunde auf dem Wasser Aufsicht zu haben, ist es trotzdem eine gewisse Erholung, wenn man dann sich auf etwas konzentriert und trotzdem abschalten kann. Von Ende April bis Anfang Oktober ist die kleine DLRG-Station mit ehrenamtlichen Rettungsschwimmern besetzt. Einige übernachten hier sogar. Stationsleiter Klaus Genkler ist seit 1993 jeden Sommer vor Ort und merkt, wie immer mehr Leute den Teufelssee entdecken. Die meisten Fragen sind ja sowieso nach Papierkörben und nach Toiletten und nach Imbiss. Ach, wirklich? Also sind Sie auch sozusagen so eine Art Tourismusbüro? Ja, Auskunftsstelle, ja. Ja, ich sage immer, manche wissen gar nicht, wo sie herkommen und wo sie überhaupt hinwollen. Und dann können wir ihnen hier mit einer Karte behilflich sein und erstmal erklären, wo sie eigentlich sind und wie sie am besten von A nach B kommen, wo sie dann an der Havel vielleicht ein Restaurant finden. Diese Schwimmerin braucht keine Tipps. Hannelore Berger wohnt in der Nähe und kennt den See mitsamt seinen vielen Nacktbadern schon ewig. Wir sind ja im Reiseführer drin, der Teufelssee. Und es kommen sehr, sehr viele Fremde. Die sind es nicht gewöhnt, so nackend. Und wollen sie auch nicht und wissen es auch nicht. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn die Leute nackend reingehen. Das ist ja okay, mache ich ja auch, wenn keiner da ist. Aber wenn die dann so sich präsentieren, so, also so nackend, so hier langlaufen, das mag ich nicht so besonders. Die sollten dann ruhig mal eine Badehose anhaben. Am Teufelssee vergnügen sich bereits in den 50er Jahren junge Leute. Zwar nicht nackt, aber barfuß. Der See ist auf den alten Aufnahmen kaum wiederzuerkennen, denn Bäume und Sträucher rund ums Ufer sind noch viel kleiner. Doch die Wasserrettungsstation gibt es schon damals. Neben dem Teufelsberg und dem Teufelssee liegt das Teufelsfenn. Dieses Moor ist so groß wie 10 Fußballfelder. Christoph Bayer kennt es nur zu gut. Der Biologe gehört zum Vorstand des benachbarten Ökowerks. Und das kümmert sich darum, das Moor mit Wasser zu versorgen, damit dieses Zeugnis der letzten Eiszeit nicht austrocknet. Wir haben ja hier mehrere Meter Moormächtigkeit. Das sind deutlich über 10 Meter, die wir hier an den mächtigsten Stellen haben. Und wenn man berücksichtigt, dass ein Moor vielleicht in guten, sehr, sehr guten und sehr, sehr nassen Jahren mal einen Zentimeter wächst, ansonsten aber eher so einen Millimeter schafft, dann weiß man, wie lange man an 10 Metern arbeitet. Circa 10.000 Jahre alt ist das Moor. Doch warum haben See und Fenn denn so einen teuflischen Namen? Weil natürlich diejenigen, die ihn genutzt haben, festgestellt haben, dunkel, schwarz, da geht's tief runter, wer weiß, was da für ein Monster lauert. Heute lauert hier nur der insektenfressende Sonnentau auf seine Beute. Die seltene Pflanzenwelt des Teufelsfenns kann aber nur aus der Ferne besichtigt werden. Das ist schade, aber verständlich, weil wir eben hier es mit solchen Kleinoden, die keine Störungen mehr vertragen, zu tun haben. In den 60er Jahren nimmt man es mit dem Naturschutz noch sportlich. Mitten durch den Grunewald am Teufelsfenn entlang finden Motorradrennen statt. Frühaufsteher waren gestern die Berliner Motorsportler, die um 7 Uhr zur traditionellen Geländefahrt rund um den Teufelssee starteten. Der Wettbewerb wurde auf einem 20 Kilometer langen Rundkurs ausgetragen, mit Start und Ziel am Wasserwerk Teufelssee. 15 Mal musste die Strecke durchfahren werden, insgesamt 300 Kilometer. Eine kleine sportliche Sensation war der Start von 16 VWs,
die sämtlich ans Ziel kamen. Alles in allem war dieses 12. Rund um den Teufelssee ein schöner Erfolg für Berlins Motorsportler. Auf einem sogenannten Waldklimapfad können sich Wanderer über die Veränderungen des Forsts informieren. An der Station Pechsee schauen sie auf einen See, der keiner mehr ist. Doch das Foto aus den 30er Jahren zeigt, der Pechsee war damals noch voller Wasser. Schuld am Austrocknen ist der Durst der Berliner. Seit rund 100 Jahren wird ein Viertel des Berliner Trinkwassers im Grunewald gewonnen. Dadurch verwandeln sich kleine Gewässer in Moorlandschaften. Kraniche fühlen sich auf dem sumpfigen Boden wohl. Hier leben sie ziemlich ungestört. Aber manchmal bekommen sie Besuch. Der Rehbock und die Kraniche mögen dieses Feuchtgebiet aus demselben Grund, wegen der reichhaltigen Speisekarte. Ihr Nest haben sie mitten im ehemaligen See, denn Kraniche brüten gern umgeben von Wasser, auch wenn es nur wenig ist. Derweil in der Revierförsterei Dachsberg. Athos! Athos! Komm her! Emanuel Grabinski hat alle Hände voll zu tun, seinen neuen Mitarbeiter Athos zu erziehen. Und Sitz. Ob es ihm gelingt? Natürlich, da haben sich auch schon einige von meinen Freunden gefreut und sagten so, naja, warten wir mal ab, wenn dein Hund kommt und so. Natürlich, also auf den Hund vom Förster gucken eigentlich alle. Also deswegen bräuchte ich jetzt auch nicht kommen mit einer Promenadenmischung hier. Es ist schon so, dass da die Leute drauf gucken. Und natürlich werden dann, wenn ich, sag mal, den Hund nicht beim ersten Mal ranpfeifen dran habe, dann werden die schon sagen, haha, der Förster hat seinen Hund nicht unter Kontrolle. Ne? Also da wird gewartet drauf, aber ich bin da eigentlich bei ihm guter Dinge, das wird schon. Wir werden uns da Mühe geben. Wenn der anfängt, am See die Bänke anzubuddeln? Wird nicht passieren, da werde ich für sorgen. Also darf nicht passieren. Athos ist ein Gonci Polski. Diese polnische Jagdhundrasse gilt als intelligent, temperamentvoll und willensstark. Die Hunde sehen ja süß aus, ne? Aber man sollte nicht, wie gesagt, man sollte beachten, also er ist ja wirklich auch für die Schwarzwildjagd gezüchtet worden. Der saß hier vorhin rum, alles, ja genau, so. Ja? Das sind Hunde, die sind nachher, wenn die was haben wollen, oder, dann sind die richtig grillig. So, und so ist das nachher auch am Schwarzwild. Und wenn man dann so einen 35 Kilo Hund hat, der richtig nach vorne geht, dann sind es andere Hunde. Ne? Dann sind manche Hundeführer richtig erschrocken über ihre eigenen Hunde, was da für Potenzial drin steckt. Noch haben Wildschweine vom kleinen Athos nichts zu befürchten. Kaum ist der Sommer vorbei, leuchtet der Grunewald in den kräftigsten Herbstfarben. Im Waldgebiet am Schlachtensee dreht Inga Kudell fast täglich ihre Runden. Die Potsdamerin ist Hundeausführerin von Beruf und das schon seit über 17 Jahren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, acht, neun, zehn, elf, alle da. Ich glaube, ich würde es nicht so lange machen, wenn es nicht jeden Morgen ein Aufwachen geben würde mit, ja, rausgehen. Rausgehen, an der frischen Luft sein, im Grunewald, Wald und Wasser so nah beieinander und mit der Hundegruppe, die jeden Tag irgendwas Neues auf Lager hat und zeigt, worauf ich neugierig bin. Das macht wirklich Spaß. Du hattest schon, und das habe ich mir gemerkt, Hinten noch mal neu anstellen, funktioniert nicht. Die Hundebesitzer geben Inga Kudell die Wohnungsschlüssel und sie kümmert sich um den Rest. Ist
sehe manche Kunden manchmal ein halbes Jahr nicht. Da wird manchmal kurz telefoniert oder so, wenn was sein sollte. Dass, also jetzt, wo wir drüber sprechen, ich will nicht sagen, dass mir das nicht bewusst ist. Das ist mir bewusst, aber irgendwie ist es ja auch abgefahren, dass Hunde manchmal über Monate mitkommen und ich keinen Kontakt zu den Besitzern habe und es für die so, die mir da so vertrauen. Ja, ja, klar, toll eigentlich, mega. Mit ihren Schützlingen meidet sie die überfüllten Ecken in dem beliebten Hundeauslaufgebiet. Wir Dogwalker versuchen tatsächlich wirklich so rücksichtsvoll wie möglich zu sein und gehen allen anderen, die hier erholungssuchend sind, aus dem Weg und machen Platz. Privathundehalter, die gerne am Wochenende bei Sonnenschein den Grunewald besuchen, wo die Privathunde unter der Woche vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind, ist hier am Wochenende vielleicht manchmal ein bisschen mehr Party als unter der Woche. Ja. Und da, ja. Am Wochenende gehen Sie nicht her? Nein, niemals. Ich würde als Dogwalkerin am Wochenende mir, glaube ich, ein bisschen ruhigeres Plätzchen zum Spazierengehen suchen. An Tagen wie diesen, wenn die Herbstsonne so richtig strahlt, wird es selbst unter der Woche spätestens am Nachmittag schwierig, im Grunewald noch ein ruhiges Plätzchen zu finden. Auch im Oktober wird am Ufer der Krummen Lanke noch Sonne getankt und gebadet. Vor fast 100 Jahren stellt man bei einer Zählung fest, dass an manchen Tagen bis zu 1 Million Menschen den Grunewald besuchen. Viele wollen sich in dem Erholungswald einfach nur erholen. Andere brauchen ein Ziel, das es zu erreichen gilt. Der Grunewaldturm an der Havelchaussee bietet sich dafür an. Der 55 Meter hohe Backsteinturm steht auf dem Karlsberg. Von hier hat man eine tolle Rundum-Weitsicht. Als der Turm 1897 erbaut wird, befindet er sich noch vor den Toren Berlins im Landkreis Teltow. Errichtet wird er zur Erinnerung an Kaiser Wilhelm I., dessen Standbild noch heute die Besucher begrüßt. Erst 204 Stufen rauf und dann runter. Danach ein Kännchen Kaffee oder eine Weiße mit Schuss gefällig. Was wäre der Grunewald ohne seine Ausflugslokale? Früher existierten noch viel mehr. Die Rast in so einem Wirtshaus gehörte einfach zu einem Waldspaziergang dazu. Ein geradezu klassisches Ausflugsziel ist Schildhorn, wo wir noch ein Restaurant aus der guten alten Zeit mit den guten alten Attraktionen finden können. Man kommt mit dem Schiff, mit dem BVG-Bus oder mit dem eigenen Auto. Radfahrer sind hier nicht gern gesehen, damit kein Porzellan zerschlagen wird. Denn der alte Brauch wird nicht gebrochen. Hier können Familien Kaffee kochen. Mitzubringen ist nur ein Tütchen Kaffee, sagen wir, für 12 Groschen. Alles andere, Teller, Tassen, Löffel und Tischtuch, ist bereitgelegt. Die große Kanne voll kochendem Wasser kostet dann 2 Mark. Die kleinere 15 Groschen. Wer Sahne und Zucker vergessen hat, muss dann allerdings noch einmal tief in die Tasche greifen. 6 Stück Zucker, 1 Groschen. Ein Tütchen Sahne, 2,5 Groschen. Manche dieser Ausflugslokale waren recht opulent. Am Riemeisterfenn, nahe der Krummen Lanke, stehen die Überreste von Onkel Toms Hütte. Ende des 19. Jahrhunderts eröffnete dieser Treffpunkt der eleganten Gesellschaft mit Tischen auf mehreren Terrassen und einer Freilufttanzfläche. Die Gaststätte existierte bis 1971. Die Gebäude wurden später abgerissen. Den Rest holt sich langsam der Wald zurück. Doch wer braucht Ausflugslokale? Viele Berliner sind schon zufrieden, wenn sie vom Drachenberg aus die Sonne untergehen sehen. Kaum vorstellbar, dass dieses Plateau aus Trümmerschutt erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstand. Es wirkt heute so, als ob der Drachen- und Teufelsberg schon immer zum Grunewald gehörten.
Wie seit Jahrzehnten machen sich diese vier Mitglieder des Deutschen Alpenvereins heute auf zu einer echten Rarität zwischen Teufels und Drachenberg. Wenn sie nicht gerade irgendwo in der Welt echte Berge besteigen, dann gibt es für die Alpinisten kaum etwas Besseres, als im Grunewald an einem der ältesten Klettertürme Deutschlands zu trainieren. Ich kenne diese Anlage seit ihrer Existenz, war bei der Einweihung dabei und habe auch die in der Bauphase ab und zu mal hier geguckt. Wir waren zuvor immer an der Stößensiebrücke klettern. Das war auch nicht ganz legal. Und es gab auch Bäume, es gab auch ein paar Ruinen. Es gab den Schillerpark, es gab also verschiedene Stellen, an denen schon mal so probeweise geklettert wurde. Es war alles ein bisschen nicht offiziell. Also auch gerade die Stößensiebrücke, da hat die Polizei das Öfteren weggeguckt. Ja. So ist hier früher wenig Möglichkeit gewesen, mit dem Klettern irgendwie zu starten. Ja. Der Turm war die Initialzündung für Berlin, um hier das Klettern zu etablieren. Der Kletterturm wird im Herbst 1970 eingeweiht. Der regierende Bürgermeister Klaus Schütz übergab gestern Vormittag auf dem Teufelsberg im Grunewald einen Kletterturm des Deutschen Alpenvereins seiner Bestimmung. Klaus Schütz, leidenschaftlicher Bergwanderer, zeigte sich am Fuß des Turms in zünftiger Klettertracht, überließ es jedoch den routinierten Mitgliedern des Alpenvereins, die Steilwände zu ersteigen. Wer nicht so erfahren ist oder wegen seiner Raucherlunge noch kräftig üben muss, hat an diesem künstlichen Felsen die Möglichkeit, fast alle Schwierigkeitsgrade kennenzulernen, die der Hochgebirgskletterer im natürlichen Gelände antrifft. Wer das Gipfelkreuz erreichte, wurde mit einer tollen Weitsicht belohnt. Lang ist's her. Ja, zugewachsen, ja. Man konnte am Anfang bis rüber in die Stadt gucken. Da waren ja hier nur Büsche, flache Büsche. Da drüben der Drachenberg, der war kahl, da war nur Gras. Ja? Deshalb war Drachenberg, weil da die Drachenflieger waren, was jetzt ja nicht mehr geht. Aber Drachen steigen lassen? Genau. Genau. Drachen steigen, nicht, Drachen nicht fliegen. Ach so, fliegen. Die sind geflogen. Ach, die richtigen Großen. Ja, die richtigen Großen, ja, die Wetterflieger. Ich kann mich erinnern. Irgendwann kam mal einer hoch hier und meinte, wem gehört denn da unten der hellblaue Käfer? Er sagt, ist meiner. Ja, tut mir leid, ich bin mit meinem Drachen auf Ihrem Auto gelandet. Schön vorne in der Motorhaube, zack. Wie in den richtigen Bergen hat an dem Betonturm jede Kletterwand einen Namen. Also ganz klassisch natürlich, Nordwand, Südwand und so weiter nach den Himmelsrichtungen. Und die speziell hat noch von alters her den Namen, weil sie die leichteste war, die Damenwand. Ja. Ich komme ja aus Westdeutschland und bin im Prinzip in Alpenvereinen geboren worden und habe dann 84 den Turm das erste Mal kennengelernt und habe mir eigentlich an den Kopf gefasst und dachte, was soll denn dieser Mist? Wenn man dann aus den Bergen kommt und es da kennengelernt hat, dachte man, haben die hier alle eine Meise? Und dann haben wir, nachdem ich lang genug hier gewohnt habe, eben doch gedacht, jetzt wollen wir noch mal richtig mit dem Sportklettern anfangen. Und dann fand ich das natürlich toll, dass dieser Turm da war. Und jetzt bin ich auch gerne hier. Über 20.000 Mitglieder hat der Alpenverein Sektion Berlin. Viele von ihnen sind Fans des Turms am Teufelsberg. Diese Technik ist alt und bewährt. Immer schön auf den Waldboden blicken. Im Herbst laufen viele suchende Menschen durch den Grunewald. Pilzsammler. Sie stöbern und hoffen, viele schmackhafte Exemplare zu finden. Von lebensgefährlichen Sorten wie etwa dem Knollenblätterpilz lassen erfahrene Sammler die Finger. Andere fragen einen Experten. Onkel, kann man den essen? Oh nein, den Pilz darfst du unter keinen Umständen essen. Das ist der gefährlichste aller Pilze, den wir in Deutschland und Europa kennen. 95% aller tödlichen Pilzvergiftungen gehen auf diesen einen Pilz zurück. Moritz Schmidt sammelt seit 30 Jahren Pilze. Von Juli bis zum ersten Frost ist die Hochzeit.
Doch im Prinzip findet er das ganze Jahr über giftige und essbare. Im Grunewald kannst du alles an Pilzarten finden. Das ist ja ein schöner Mischwald. Das heißt, wir haben Kiefern, da kann man eine krause Glucke finden, hervorragender Speisepilz. Oder natürlich den Allround-Pilz, den jeder kennt, die Marone, auch als Braunkappe bekannt. Oder Steinpilze oder Rotkappen. Also ne, hier sind auch Birken, da habe ich hier schöne Birkenrotkappen gefunden. Sandröhrlinge, sehr leckerer Pilz. Also die Vielfalt ist groß, deswegen ist das ein hervorragendes Revier. Der Werbefotograf hat bereits ein Buch über Pilze veröffentlicht. Mittlerweile ist es mehr als ein Hobby. Von Kunst bis Essen macht er alles Mögliche mit Pilzen. Anfang 20 auf der Suche nach mir selber, so bin ich immer im Wald und habe da versucht, irgendwie Antworten zu finden. Und dann latscht man immer durch den Wald und das ist so, der Wald ist ja Therapiesitzung schlechthin. Da muss man gar nicht viel machen, sondern einfach nur da sein. Und dann stolpert man natürlich über Tausende von Pilzen und möchte irgendwann auch wissen, was das da ist. Und dann bin ich natürlich auch so kulinarisch begeistert. Und habe mich dann angefangen dafür zu interessieren und habe dann immer mehr kennengelernt. Und das ist halt auch ein Universum, was nie aufhört. Der riecht total würzig, ich weiß nicht, was es ist. Den habe ich neulich schon gefunden, muss ich unbedingt nachschauen. Ach so, es gibt Pilze, wo du auch nicht weißt. Ja, ja, voll, den habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gefunden, auch im Laubwald. Moritz Schmidt ist nicht oft so allein im Wald. Gerne nimmt er seine Frau oder Freunde mit auf die Suche. Entgegen allen Klischees. Der Pilzsammler ist ein einsames und egomanes Wesen, was ungern seine Spots und sein Wissen teilt, weil er alles für sich haben will. Also ich glaube, ich bin da etwas anders. Ich teile gerne, aber so der gemeine Pilzsammler, auch der von Anno dazu mal, der ist doch ein bisschen grandlerisch und gibt nicht so gerne ab. In der Nähe am südlichen Ende des Grunewalds liegt eine Lichtung. Umgeben von einem Hügel trainierte die amerikanische Armee hier auf einem Schießplatz namens Kieran's Range. Bis zum Abzug der Alliierten Anfang der 90er Jahre wird dieser Truppenübungsplatz genutzt. Das Areal befindet sich dicht bei der AWUS, aus gutem Grund. Ein Schießplatz war hier eigentlich nie geplant. Auf dem Gelände sollte die AWUS-Südkurve entstehen. Seit 1921 finden auf der Automobil-, Verkehrs- und Übungsstraße AWUS regelmäßig Autorennen statt. Um die Strecke noch spektakulärer zu machen, wird 1937 die Nordkurve am Funkturm eingeweiht. Nach dem Vorbild dieser rasanten Steilkurve ist am anderen Ende der AWUS eine Südkurve geplant. Der Zweite Weltkrieg bringt die Bauarbeiten zum Stillstand. Die Steilkurve, an der Rennautos entlang donnern sollten, ist nur noch ein Hügel voller Bäume. Die AWUS ist längst keine Rennstrecke mehr und führt heute an dieser grünen Bauruine vorbei. Ein weiteres Relikt versteckt sich ganz in der Nähe. Ein maßstabsgetreues Modell der Kurve, aus Beton gegossen. Dieses Stück Zeitgeschichte hält scheinbar niemand für erhaltenswert. Und so wird der Wald auch das Modell langsam aber sicher verschwinden lassen. Der Herbst ist die Zeit, in der die Förster neue Bäume pflanzen. Momentan vor allem Eichen, da die regenarme Perioden besser vertragen als etwa Kiefern. Das Forstamt Grunewald hat heute zum ersten Mal Achim Rentsch engagiert, mitsamt Helferin, Tieren und einer ausgetüftelten Saatgutmaschine voller Eicheln. Der Rentner aus dem brandenburgischen Lüchen pflügt mit seiner schweren Maschine den Waldboden auf und lässt dabei gleichzeitig Eicheln in die Erde fallen. Kein leichter Job. Also ich bin jetzt schon über 60 und Bauch ist relativ wenig. Und wenn ich dann meine Flügezeit hinter mir habe, habe ich auch ein bisschen was abgenommen. Also das ist schon körperlich anstrengend. Für eine Frau auf Dauer, ich sag mal, einfach nicht zu empfehlen. Aber das ist auch keine Dauertätigkeit, sondern das ist eigentlich immer so ein bisschen saisonbedingt.
Es ist schwer, Saatgut zu bekommen, denn alle wollen Eichen pflanzen. Katja Kammer holt sich ein paar Tipps für das Lagern der Eicheln. Und wenn sie länger liegen, würde ich zwischendurch mal die Gießkanne nehmen und würde dann lang gehen. Und dann würde man eine Holzhake nehmen und würde einmal so ein bisschen durchhaken. Und damit halte ich sie dann schon die ganze Zeit. Und nass machen zwischendurch? Zwischendurch immer mal nass machen. Wenn so eine Eichel das klappert, war mir nicht bewusst, die so, weil die doch dann anfängt zu keimen. Na, lass sie doch keimen. Ist ja nicht so das Schlimme. Wäre es nicht eine Idee, Schulklassen im Grunewald Eicheln aufsammeln zu lassen? Ja, kriegst du eine halbe Stunde, Stunde motiviert. Danach ist es schwierig. Also, dass man sagt, wir brauchen aber das für unsere Zukunft, für die Saat auf der Fläche, versuchen wir. Gerne unterstützend sammeln auch Schulklassen mit, aber wie gesagt, die Motivation lässt dann so nach einer Stunde nach. Und wie schaut es aus mit der Motivation von Pferd und Muli? Also wenn die jetzt wählen können zwischen Koppel oder hier, ich glaube, die würden Koppel wählen. Aber wenn man sich die dicken Knochen anguckt und auch diese muskulöse, dann wollen die auch ihre Arbeit mal auch irgendwo anbringen. Kein Problem, denn für den Grunewald der Zukunft sollen noch viele Eichen gepflanzt werden. Mitten im Wald liegt ein eingezäuntes Areal, die Düne. Schafe und Ziegen grasen auf dem sandigen Boden, der wie eine Binnendüne aussieht, aber keine ist. Unter dem Sand verbirgt sich eine Bunkeranlage. Das amerikanische Militär nutzte sie als Munitionsdepot. Nach dem Abzug der Alliierten war es billiger, die Anlage mit Sand zuzuschütten, als sie abzureißen. Heute kommt Schäfer Björn Hagge, um seine Tiere für den Winter nach Hause zu holen. Das ist keine große Aktion. Er muss eigentlich nur zusehen, wie seine beiden Hunde arbeiten. Ganz unaufgeregt treiben sie die Tiere zum Ausgang. Das ist sozusagen ein Trainingsprozess. Zum einen muss man ganz gute Hunde haben. Zum anderen müssen die Tiere auch wissen, worauf es ankommt. Und vor allen Dingen müssen Schaf, Ziege und Hund sich kennen, sodass sie wissen, was sie voneinander zu halten haben. Wenn man jetzt eine uneingehütete Herde hat, dann sieht das wesentlich panischer aus. Keine 10 Minuten später ist der Job getan. Die Schafe und Ziegen haben dieses Jahr einiges erlebt. Allem voran die Explosionen auf dem Sprengplatz. Der liegt von der Düne nur ein paar hundert Meter entfernt. Die Tiere haben das ziemlich gelassen beobachtet, was da passiert ist. Ich habe sie, nachdem sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat, hier wegholen können. Und da waren alle unversehrt und nicht traumatisiert, kann man sagen. Nächstes Frühjahr kommen die tierischen Rasenmäher wieder, um die Vegetation auf dem großen Sandhaufen in Schach zu halten. An einem grauen Novembermorgen rudern 2 Boote über den Schlachtensee. An Bord 4 Männer vom Angelverein Wels. Der existiert seit 1930 und hat die Fischereirechte für Schlachtensee und Krumme Lanke. Der Verein angelt nicht nur Fische aus den Seen, sondern setzt immer wieder Jungfische aus. Dementsprechend reichhaltig das Angebot. Ich glaube, die Leute würden sehr verschreckt sein, wenn sie wüssten, was hier für große Fische drin sind. Wenn der See abgelassen sein würde mal, wenn es gehen würde, würde hier nie wieder einer baden gehen. Denn im Schlachtensee lebt das größte Raubtier des Grunewalds, der Wels. Vor kurzem angelten Jugendliche ein 2,20 Meter großes Exemplar. Solch ein Wels frisst angeblich auch Enten und kleine Hunde. Aber kann er wirklich Menschen gefährlich werden? Da ist schon ein Stückchen Wahrheit dran. Wenn der Wels ist ein Laichbewacher. Also das Männchen sitzt über seinem Laichgehege. Und wenn dann jemand zu nahe kommt, dann greift der schon mal an. Das ist halt aber so selten, dass das passiert. Aber er würde den Menschen nicht umbringen.
Er schnappt nach das Bein oder nach der Hand oder nach den Armen. Ich sag immer, die Leute, die Männer sollen hier nicht nackt baden. Gerne hätten sie heute so einen Koloss am Haken. Doch egal, ob sie vom Ufer aus angeln oder vom Boot, es will partout kein Wels anbeißen. Dabei schwimmen im Schlachtensee etliche umher. 20, 30 Stück. Wirklich? Ja. Müssten drin sein. Wir sind der Meinung, dass es noch größer gibt als 2,20 Meter. Ja. Aber wir können hier nicht direkt drauf richtig angeln, weil wir eben durch die Badegäste einfach zu viel Problematik haben. Die schwimmen durch unsere Schnüre durch, das ist denen völlig egal. Und die heben die Posen hoch. Hey, was ist denn da dran? Das finden die alles ganz normal, die Badegäste hier. Die Badegäste sind heute nicht das Problem. Trotz hervorragender Wasserqualität, nichts will anbeißen. Also hier hat man ja locker, wenn es hier, also jetzt gerade im Frühjahr und im Winter, spielend ein paar Meter Sicht. Und ich war ja auch selber auch schon drin, also ich tauche auch privat. Das ist Trinkwasserqualität fast. Also da kann man wirklich viel, viel erkennen. Das ist ja toll. Man sieht es ja auch hier gerade. Sie machen gerade wieder Werbung für Badegäste. Ja, ich weiß. Komm mir aber zum Bild zurück. Da ist übrigens einer. Oh, er hat die Ente gefressen. Oh, er hat die Ente gefressen. Nein. Immerhin haben sie gerade ein ungestörtes Angelvergnügen. Auch wenn sie am Abend wohl keinen frischen Fisch essen werden. Noch in den 60er Jahren trifft sich jeden Herbst die vornehme Berliner Gesellschaft im Jagdschloss Grunewald zur Fuchsjagd. Denn Herbstzeit ist Jagdzeit. Wie schon vor 100 Jahren fand auch am vergangenen Sonnabend das Stelldichein zu einer Herbstjagd im Jagdschloss Grunewald statt. Wir wollen, bevor wir jetzt zur Jagd aufbrechen, ein gemeinsames, dreifaches Heudo ausbringen. Die Jagd und unsere treuen Pferde. Heudo! 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 Die Älteren unter uns mögen sich noch sehr wohl der kaiserlichen und fürstlichen Parforce-Jagden auf Sauen und Hasen entsinnen. Heute ist das Wild allenthalben rar geworden und in Berlin auf die Meute. An die Stelle der Parforce-Jagd ist die Reitjagd getreten, die einem Fuchs, das ist ein Reiter, der einen Fuchsschwanz an der linken Schulterseite befestigt hat, über eine mit natürlichen und künstlichen Hindernissen ausgestattete Strecke nachsetzt. Ob mit oder ohne Meute, das Erlebnis bleibt das gleiche. Und es vermittelt heute noch etwas von dem Geist der Ritterlichkeit, der sich dieses seltsame Spiel vor einem Jahrtausend erdacht hat. Mit dem Fuchsgreifen bei Kuhhorn endete der Auftakt der Herbstjagdsaison. Es ist Advent geworden und das Forstamt Grunewald veranstaltet einen Weihnachtsmarkt. Fröhliche Weihnachten! Neben Sägearbeiten der Förster wird auf dem Markt auch angeboten, was im Grunewald geschossen wurde. Zum Beispiel Wildschwein als Bratwurst. Die Jagd ist für die Förster kein Sport, sondern eine Notwendigkeit, da das Wild keine natürlichen Feinde hat. Einige, die sich das Wildgulasch schmecken lassen, haben bereits früher Bekanntschaft mit ihrem Essen gemacht. Unser früherer Hund hat ein Wildschwein aufgejagt im Winter und ich habe dann die Flucht ergriffen, mein Hund war mir dann locker. Ich hatte wirklich Schiss. Der beliebteste Stand auf dem kleinen Markt gehört einem Familienbetrieb aus Sachsen-Anhalt, der das Wild aus dem Grunewald sowie aus vielen anderen Wäldern verarbeitet. Der Mann an der Wildgulaschkanone, Familienoberhaupt Fred Bondig. Essen Sie auch selber gerne Wild? Ja, sieht man doch, oder? So, ist doch eigentlich gesundes Fleisch. Ja, naja, also, da kommt auch die Menge an. Auf dem Weihnachtsmarkt schaut Forstamtsleiterin Katja Kammer nach dem Rechten. Sie ist ein wenig besorgt, ob das Fleisch für alle Besucher reichen wird. Dieses Jahr war die Ausbeute bei der Jagd gering. Besonders Wildschweine sind gerade selten im Grunewald.
Die Leute, die zu uns hier auf den Weihnachtsmarkt kommen, die versuchen regional einzukaufen, die wollen auch ein Stück aus dem Grunewald, absolut verständlich, und wir wollen das allen natürlich bieten. Was natürlich dieses Jahr eine Herausforderung ist, da die Nachfrage extrem hoch ist, aber das Angebot geringer. Das ist Natur, das können wir so nicht beeinflussen. Bei mir wird es wahrscheinlich Reh geben. Aus dem Grunewald. Natürlich. Vor Weihnachten fängt es tatsächlich noch an zu schneien im ehemaligen kaiserlichen Jagdgebiet. Im 19. Jahrhundert liegt der Forst noch weit vor den Toren der Stadt. Der heutige Boulevard Kudamm wurde einst angelegt, um schneller zum Jagdschloss im Grunewald zu gelangen. Vom Berliner Stadtschloss fuhren die preußischen Adligen mit der Kutsche trotzdem fast anderthalb Stunden, bis sie das damals noch umzäunte Hofjagdrevier erreichten. Ums Jagen geht es auch an diesem Vormittag auf dem Dahlemmer Feld, einer ehemaligen Landwirtschaftsfläche mitten im Grunewald. Die Jäger sind aber nicht Wildtierexperte Antonius Gockel-Böhner oder Falkner Kuno Seitz, sondern Femke, ein sechsjähriges Habichtweibchen. Auf dem Feld lebt eine ihrer vielen Lieblingsspeisen, Kaninchen. Doch sie hat heute scheinbar keine rechte Lust aufs Jagen. Femke fliegt nur von Baum zu Baum und genießt die Aussicht. Habichte sind Greifvögel, die sich im Wald gut zu verstecken wissen. In Berlin wurden sie erst relativ spät heimisch. Die Besiedlung erfolgte praktisch vom Grunewald aus. Das war Anfang der 70er. Da ist also der erste Habichtshorst entdeckt worden im Jagen 77. Das ist nicht weit von hier. Vorher war der Grunewald hier wirklich eine Heide, also nach dem Krieg. Und da musste das erstmal wieder hochwachsen. Dann kam der Sperber und dann kam erst der Habicht typischerweise. Die heutige Jagd ist nur eine Generalprobe. Im Winter bietet das Ökowerk einen Ausflug zum Dahlemmer Feld an, bei dem Interessierte den sonst scheuen Greifvogel bei der Jagd beobachten können. Wenn er denn Lust dazu hat. Eigentlich ist der Habicht ja ein Waldvogel, aber er hat sich hier in Berlin also gut an die städtischen Gegebenheiten angepasst. Wobei das eigentlich doch auch ganz was Besonderes ist, denn merkwürdigerweise gibt es in Potsdam keine, in den Parks keine Habichte. Auf dem Dahlemmer Feld ist nicht nur das gezähmte Habichtweibchen unterwegs. Mindestens zwei Habichtpaare leben zurzeit im Grunewald. Was könnte passieren, wenn die wilden Artgenossen auf Femke treffen? Manchmal habe ich den Eindruck, dass die wilden Habichte meine Habichte nicht so ganz für voll nehmen. Aber auch die vom NABU, die Experten sagen schon, dass die Habichte schon wissen, was sie da an Waffen haben und lieber dann Anwesenheit demonstrieren, bevor man sich wirklich behagt. Weil das wäre für beide Vögel lebensgefährlich. Wie alle Habichte ist Femke eine schnelle Kurzstreckenfliegerin mit scharfem Blick. Sie sieht genau den Köder und lässt sich nach etlichen Versuchen wieder einfangen. Erbeutet hat sie diesmal nichts, aber es war ja nur eine Generalprobe. In der Nähe des eisigen Grunewaldsees fährt heute eine Maschine umher. Die knickt Bäume um, als wären es Streichhölzer. Es ist ein sogenannter Harvester, ein Baumfellroboter auf Rädern. Dieser Holzvollernter fällt nicht nur, er entfernt danach auch die Äste, erkennt den Stammdurchmesser und zerlegt die Bäume metergenau. Maschinenführer Kai Schneider kommt aus Sachsen-Anhalt und arbeitet zum ersten Mal im Grunewald. Die Besucher sind natürlich sehr viele hier. Natürlich viele mit Hunden wegen Auslauf. Das ist natürlich klar, behindert uns ein bisschen mit der Arbeiten. Wir sperren natürlich großräumig alles ab, aber viele nehmen es eben nicht zur Kenntnis.
In der Woche ist es öfters, dass wir uns von den Leuten denn manchmal auch schon Beschimpfungen anhören lassen müssen, ne? Dass wir eben die Waldzerstörer sind, als Beispiel. Ne? Oder uns klauen sie Arbeitsmaterialien wie Absperrschilder, das Band wird abgerissen. Ja. Das ist natürlich eben die nicht so schöne Seite vom Grunewald. Lange vor Erfindung dieser vielseitigen Maschine war das Fällen der Bäume für die Förster eine gefährliche Arbeit und eine äußerst schwere dazu. Die Forsten am Rande unserer Stadt sind nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für die Berliner, sondern auch eine regelmäßige Einnahmequelle für den Senat. Das Kreuz am Baum, vom Revierförster eingeritzt, ist das Kennzeichen für die Holzfäller und der Pfeil die vorgesehene Fallrichtung. Wie die Bauern auf dem Felde müssen auch die Förster säen, pflanzen, hegen, pflegen und ernten. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Förster erst das ernten, was von Generationen vor ihnen in den Boden gebracht wurde. Leider entdecken die Waldarbeiter oft Baumschwamm, der den Wert des Holzes mindert. Übrigens wird das aus Berliner Wäldern gewonnene Holz auch in Berliner Sägewerken zu Brettern und Balken verarbeitet oder zu Stützpfeilern beim U-Bahn-Bau verwendet. Die Holzfäller sind heute im Revier Dachsberg unterwegs. Daher schaut Emanuel Grabinski mal kurz mit Arthos vorbei. Um die Holzernte kümmern sich mittlerweile Firmen im Auftrag des Forstamtes. Der Grunewald ist längst keine Holzplantage mehr. Nach dem Krieg ging es ja dann oft da, wollte man halt schnellstmöglich Bauholz haben. Ne? Also dass man gesagt hat, okay, wir brauchen halt schnell wachsende Baumarten. Der Bedarf an Holz ist immer noch da. Aber das Hauptaugenmerk hier ist, sag ich mal, den Berliner wirklich einen Erholungswald zur Verfügung zu stellen und den auch so dementsprechend zu entwickeln. Wir sind nicht darauf aus, wirklich jetzt hier Geld zu machen mit Holz, sondern hier hat es eigentlich eher den Sinn, den Wald so hingehend dahin zu entwickeln, dass man einen Mischwald, einen stufigen Aufbau erreicht und sag ich mal, auch verschiedenste Baumarten etabliert oder eben herauskristallisiert. Selbst nach Sonnenuntergang fällt der Harvester noch Kiefern. Bis um 22 Uhr dauert die Schicht. In der Dunkelheit hat der Maschinenführer dann wenigstens seine Ruhe. Früher war der Grunewald auch Wintersportrevier. In der Mauerstadt West-Berlin wurde Skihasen am Teufelsberg einiges geboten. Skilift, Schneekanonen und aufregende Abfahrtsrennen. Über 30 cm hoch war die Schneedecke gestern im Berliner Wintersportparadies am Teufelsberg. Ideale Bedingungen für die Meisterschaften im 15 km Langlauf, Spezialsprunglauf und die nordische Kombination. Der Spezialsprunglauf hatte über 5000 Besucher angelockt. Die Berliner Spitzenklasse zeigte sich auf der umgebauten Sprungschanze, die Sprünge über 50 Meter zulässt, in guter Form. Mit der Nummer 1 Wolfgang Pech, er stand in seinem dritten Sprung 32 Meter und kam in der Gesamtwertung auf den vierten Platz. Typisch. Weihnachten ist der Schnee längst wieder geschmolzen. Doch Wolfgang Pech, der Skispringer von 1965, ist heute immer noch unterwegs. So, jetzt machen wir einen schönen Weihnachtsgruß. 3, 2, 1. Oh! Vom Skispringer zum Weihnachtsmann. Der heute 83-Jährige organisiert seit vielen Jahren den Gänsebraten-Verdauungslauf. 10 Kilometer durch den Grunewald. Mittlerweile verzichtet er darauf, die gesamte Strecke mitzulaufen. Dann freue ich mich, dass sie das auch alle anerkennen, wo ich sage, ich kann leider nicht so mitlaufen. Ich klinke mich dann aus und empfange sie hier und habe hier dann diesen Highlight aufgebaut. Und der wird mir also sehr gedankt. Und das ist das, was mich also immer wieder erfreut, Kraft und Zeit reinzusetzen, um so einen Lauf im Grunewald zu machen. Essen und Getränke bezahlt er aus eigener Tasche und baut mit Freunden und Familie alles am Ziel auf, der alten verlassenen Försterei Saubucht. Hoffentlich sieht keiner von mir Sonntag. Seit 1999 findet der Lauf stets am zweiten Weihnachtsfeiertag statt. Fast 200 Leute sind heute gekommen. Oh, ist das heiß.
Bei diesem Partylauf geht es vor allem darum, den Grunewald zu genießen. Ich bin ja hier auch unweit vom Mommsenstadion auch zur Welt gekommen und habe mich auch mal für Natur interessiert. Da bin ich dann auch immer sonntags mit dem Fahrrad, hatte ich so eine Radtour gehabt und habe mich über diesen Grunewald und das, was hier geboten wird, von der Natur her immer sehr erfreut. Wenn die letzten Läufer durch die Natur zum Mommsenstadion zurückjoggen, kehrt wieder Ruhe ein an der alten Försterei Saubucht. Der Teufelssee im Februar, schön anzusehen, aber im Gegensatz zum Sommer kein Ort für einen Badeausflug. Das sieht Judith Martin ein bisschen anders. Sie lebt noch nicht lange in Berlin, hat aber bereits den Teufelssee für sich entdeckt. Zu einer Jahreszeit, wo sich höchstens die Enten hier wohlfühlen, kommt die Lektoratsassistentin morgens an den kalten See zum Winterschwimmen. Immer ganz allein. Meine Freunde sind alles eher Warmduscher. Aber das ist nicht schlimm, ich gehe auch gern alleine schwimmen. Also ich mag auch die Ruhe und hat auch was Meditatives. Und auch, weil es einfach weniger Menschen gibt, weil weniger los ist. Der Teufelssee, habe ich gehört, ist im Sommer auch die ganze Wiese voll. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil der doch ziemlich klein ist. Und so im Winter finde ich es schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, hier bei Badewetter schwimmen zu gehen. Es gab Zeiten, da mussten Winterschwimmer für den Badespaß am Teufelssee auch ein Hackebeil einpacken. Körperliche Betätigung in frischer Luft, das ist das A und O einer lange währenden Gesundheit. Abgesehen davon, dass die kleinen Fische sich sicherlich freuen, wenn sie ein paar Luftlöcher zum Atmen haben. Gesundheit, Herr Elsner, ist was sehr Schönes. Aber eigentlich können Sie mir nur leid tun, wenn Sie das jeden Morgen machen. Wissen Sie, Herr von Bentheim, das kommt immer auf den Standpunkt an, soweit man in meiner Lage von Standpunkt reden kann. Mir tun die Leute leid, die nicht wissen, wie schön das ist. Besonders, wenn man wieder rauskommt. Langsam aber sicher wird es wieder Frühling im Grunewald, dem grünen Wald. Nach dem Winter kommt neues Leben in den alten Stadtforst. Es gibt Neuigkeiten in der Revierförsterei Dachsberg. Jagdhund Arthos ist wieder ein Stück größer geworden und mittlerweile nicht mehr das jüngste Familienmitglied im Haus von Emanuel Grabinski. Wir stocken Ronja Förstertochter. Seit 2 Monaten sind Grabinski und seine Lebensgefährtin Natalia Eltern. Wird Ronja ein Waldmädchen werden? Das werden wir sehen. Also vorschreiben werde ich ihr nicht, was sie zu werden hat. Also wenn sie da Interesse dran hat, dann gerne. Ja? Ich hoffe, dass sie so ein bisschen Liebe zur Natur halt mitbringt und ja, dass sie da Spaß dran hat. Nachwuchs mit Liebe zur Natur wird dringend gebraucht. So sehr sich die Menschen auch um den Grunewald kümmern, die Arbeit hört nie auf. Es gibt immer etwas zu tun, damit die Berliner Jahr für Jahr ihren Erholungswald genießen können.